Das Weib, die uns regiert, muss sich zu Tode schämen, dass sie überhaupt noch sich hierher wagt. Warum sind Sie denn heute hier zum Demonstrieren? Christentum ist das Bekenntnis des Christus und nicht ein Verrat an Christus. Es gibt keinen Grund zum Feiern. Warum? Es gibt überall Rassismus, Nationalismus, Faschismus. Weil meine beiden großen Kinder dunkelhäutig sind und der Große aus Dresden ausgezogen ist, weil er keinen Tag erlebt hat, wo er nicht diskriminiert worden ist. Man kann demonstrieren, das ist das eine. Aber heute ist der Tag der deutschen Einheit. Heute sollten wir alle zusammenstehen. Für mich war die Wende ein Hauptgewinn. Also ich bin nur für die deutsche Einheit. Wir wollten eigentlich hier friedlich auf. Ja, wollte ich eigentlich ganz friedlich hier ein bisschen rumlaufen, aber man traut sich ja irgendwann gar nicht mehr hier durchzugehen. Wenn man irgendwo angepfiffen wird und alles, das ist nicht mehr schön. Ist der Tag der Deutschen Einheit für Sie ein Grund zum Feiern? Deutsche Einheit ist immer ein Grund zu feiern, weil das ist eine Bereicherung für unser Land, unsere Bevölkerung. Deshalb leben wir hier auch als Muslime in Dresden, weil es diese Einheit gab. Und Deutsche Einheit feiern wir. Und Tag der offenen Moschee findet auch im Rahmen der Deutschen Einheit am gleichen Tag statt, weil wir auch damit symbolisieren wollen, dass wir zu dieser Gesellschaft gehören und auch unseren Beitrag leisten möchten. Gauk muss weg! Lügenpass! 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 Hau ab! 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 Pfui! Ihr Stinker! Verpisst euch hier! Lügenpass! Ihr Arschgeige! Volksverräter! Volksverräter! Fatze! Halt! Super Jungs, ja, da kann man ruhig mal klatschen, ne? Wenn du das nicht oder was, ja, seid ihr in der Rede. Oh, du stinkst hier! Ja, habt ihr schon in deutsche Innenpolitik überhaupt nicht einzumischen? Ne? Haut ab! Hui! Hui! Du Schweine, stinkst hier! Schande! Halt ab! Volksverräter! Yeah!
Drecksschlampe. Sie passte so gut heute vor 26 Jahren diese Zeile in der deutschen Hymne, in der die Freiheit, das Recht und die Einigkeit für das ganze Land beschworen werden. Etwas mehr als ein Vierteljahrhundert später klingt sie schief. Sicher, die Freiheit ist geblieben, etwa die zu demonstrieren. Auch heute am Ort der zentralen Einheitsfeier in Dresden nahmen sich Menschen das Recht zu protestieren. Gegen die Regierung, gegen die Staatsführung, gegen die Politik. Auch Freiheit und Recht haben 26 Jahre im geeinten Deutschland überdauert. Doch die Gesellschaft ist gespalten. Trotz Einheit keine Einigkeit. Auch heute in Dresden nicht. Michael Naumann. Kein Bad in der Menge, kein Winken, nur ein ganz kurzer Blick. Zügig geht Angela Merkel zum Auto, als sie nach dem Festakt aus der Semperoper kommt. 100 Meter gegenüber stehen sie. Pfeifen, buhen, brüllen, unverhohlen Beleidigungen. Wie auch schon bei der Ankunft der Politiker. Claudia Roth, Bundestagsvizepräsidentin, versucht ein Gespräch. Warum sagen Sie zu mir, hau ab und du Volksverräterin? Weil Sie eine Hetzerin sind. Ich bin eine Hetzerin. Warum? Weil Sie die Vernichtung des deutschen Volkes vorantreiben und so wollen. Ja, genau. Das ist Ihr Ziel. Auch Bundestagspräsident Norbert Lammert ist bedient und enttäuscht. Was mich dann schon doch ein bisschen ernüchtert hat, ist eben, dass eine so kleine, lautstarke Minderheit dann von der großen Mehrheit das Feld überlassen bekommt. Die Staatskanzlei Dresden twittert zu diesem Zeitpunkt ihre Bestürzung. Der Festakt in der Semperoper feierlich, aber auch die Feierstunde kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele Anwesende sich Sorgen machen um die Streitkultur draußen vor der Tür. Beschämt erleben wir, dass Worte die Lunte legen können für Hass und Gewalt. Wer so spricht, wer so handelt, der soll gerade an unserem Nationalfeiertag wissen, das ist menschenverachtend und zutiefst unpatriotisch. Die Kanzlerin hält keine Festrede, gibt nur ein Statement. Ich persönlich wünsche mir, dass wir diese Probleme gemeinsam im gegenseitigen Respekt, in der Akzeptanz sehr unterschiedlicher politischer Meinungen lösen und dass wir auch gute Lösungen finden. Und ich wünsche mir, dass die Menschen miteinander im Gespräch bleiben. Am Rande des Festaktes trifft Merkel den Imam, auf dessen Moschee in Dresden vor einer Woche ein Anschlag verübt wurde. Merkels Sprecher twittert das Foto. Das passt, denn heute ist auch Tag der offenen Moschee. Auch in Dresden öffnen Muslime ihre Türen. Und viele kommen, schauen sich um, tauschen sich aus. Es ist, glaube ich, mit all dem, was man in der Presse so liest, wichtig, dass man sich auch ein persönliches Bild macht. Natürlich, denke ich, fühlen die sich hier in Sachsen ziemlich in der Defensive, die Muslime. Und deswegen, denke ich, machen wir mal einen Besuch. Auf der Festmeile in der Innenstadt mischen sich derweil Kulturen und Hautfarben. Bei lauter Musik trotzen viele Besucher dem Regen. Pegida läuft am Abend wieder durch Dresden, wie immer montags, auch oder gerade an diesem Tag der Einheit, der so von Einstellungen und Grundsatzfragen geprägt ist. Die Suche nach Antworten geht weiter, hier und anderswo.